China die Erste von Uwe Kulnig. Wer nur an Sonnentagen wandert, kommt nie ans Ziel. Chinesisches Sprichwort. Im Rausch der Verzweiflung, nicht Schmerz noch Wunden achten, stürzte ich mich auf sie. Jeder der Gegner... Ach besser, ich erzähle die Geschichte von vorn. China. Das erste Mal in China. Das allererste Mal in China, und zwar lange vor der Olympiade. Postolympionär kann ja jeder. Ohne pampernde Gruppe und nur mit spärlichen Informationen auf die erste Reise nach Beijing und von dort ins Innere des Landes nach Guilin zu gehen, war etwas Spezielles. Als Gutachter der Weltgesundheitsorganisation wollte ich rund 36 Stunden nach dem Start im fernen Südosten Chinas einen Vortrag halten. Er sollte meine Eintrittskarte zum Erhalt einer... Oh, aber ich bin schon wieder mittendrin. Entschuldigung. Eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und worin besteht der erste Schritt von München nach Beijing? Klar, einchecken, Boarding, Platz suchen, Gepäck verstaunt, die Enge verfluchen, setzen und anschnallen. Jeder kennt das. Dann kommen die zu leisen, zu lauten, unverständlich genuschelten Ansagen und der Flieger fährt los. Normalerweise. Immerhin rollten wir zum Start. Eine Ansage? Nein, doch nicht. Nur Lautsprecher knacken. Die Maschine wurde langsamer und drehte um. Warum? Woher sollte ich, armer Passagier, diese Informationen wohl bekommen? Seltsamerweise quatschen die Luftprofis einem zwar immer ins Einschlafen rein, aber in solchen Situationen haben sie einen Kloß im Hals. Mein Handy musste ja unter Androhung der Todesstrafe ausgeschaltet bleiben. Also nur Schweigen. Brummendes, räderdrehendes und rumpfwendendes Schweigen. Es kam mir vor, als würde die AIDA auf dem Weg von Hamburg nach New York noch auf der Elbe wenden. Wenn ein Drache steigen will, muss er gegen den Wind fliegen. Warum nur dieses Wenden? Maschinenschaden? Wenn ja, Glück gehabt. Immer noch besser, als hätten sie es über der mittleren Mongolei gemerkt. Es hätte auch ein noch vor dem Essen vergifteter Fahrgast gewesen sein können. Vielleicht war es aber auch ein Unwetter, das über die Alpen kroch und gierige Finger nach uns ausstreckte. Wer weiß... Ruhe, die gespannte Ruhe in einer wendenden Maschine. Wir rollten zu einem einsamen Platz im Off des Flugfeldes. Der Lautsprecher knackte. Die Ohren der Fluggäste schnellten auf höchste Empfangsbereitschaft. Die Krise kroch uns in den Pelz. Ach, was soll ich lange lamentieren? Bis heute weiß niemand, warum wir mit 2,5 Stunden Verspätung gestartet sind. Kümmer dich nicht um die Zukunft und du wirst die Gegenwart betrauern. Während wir über Beijing kreisten, las ich in der Zeitung etwas über Chinas ersten Taikonauten. Große Geheimhaltung über die Startzeit der Rakete. Hoffentlich mischt Lufthansa da nicht auch mit. I cross my fingers. Da wir gerade dabei sind, ich habe mir alle möglichen Daumen blutig gequetscht, aber mit 1000%iger Sicherheit war mein Anschlussflug weg. Na super. Das erste Mal in China, sofort zu spät und zwar so richtig. Da war nichts mehr mit Rennen durch endlose Gänge oder so. Nein, zu spät, aus, vorbei, over. Naja, Lufthansa sollte es schon richten, würde mir helfen, dass ich am nächsten Morgen in Guilin den tollsten, kreativsten und wichtigsten Vortrag meiner Karriere halten konnte. Nicht irgendeinen verschiebbaren Vortrag oder etwas, was ausfallen könnte oder so. Nein, ich musste pünktlich hin und außerdem, aber ich denke, ich habe nun hinreichend klar gemacht, dass es mir wichtig war, pünktlich in Guilin zu sein, oder? Okay, also es war ungefähr 12 Uhr mittags, als wir landeten. Meine Fragen an die Flugbegleiter blieben an ihrem Achselzucken hängen. Die Chinesen am Boden taten einfach so, als verstünden sie kein Wort, und sie machten es perfekt. Gute Reise, sagte die Mimik,
und ich wusste genau, was sie über den nervigen Fluggast, der mit sowas wie »Was tue ich in einem fremden Land mit unmöglicher Schrift und einer gejingjongten Sprache, um nicht völlig unterzugehen und meine Zukunft in die Tonne treten zu müssen?« »Bleib zu Hause, Fremder«, dachten sie. Man kann kein Tigerjunges fangen, ohne sich in die Höhle des Tigers zu wagen. Da stand ich nun im Flughafen von Beijing, dem blauen, mit bunten Schildern beklebten Hartschalenkoffer zu meinen Füßen, und blickte mich gelassen um. Ja, inzwischen hatte ich meine innere Ruhe wiedergefunden. Ich würde das Kind schon schaukeln. Immerhin trennten mich von meinem Vortrag noch 21 Stunden und nur 3000 Kilometer. Das sollte zu machen sein. Eins war mir klar, ich musste versuchen, unbedingt noch heute nach Guilin zu kommen. Mein Eröffnungsvortrag war am nächsten Morgen um 9 Uhr. Bei diesem Gedanken stieg mein Blutdruck bis an die Augenbrauen. Bleib ruhig, geh einfach zu Lufthansa und frage, wie es weitergeht. In dieser dunklen Flughafenkathedrale mit glänzendem Marmorboden klebten etliche winzige Kioske an den Wänden. Aus ihnen hielten soglächelnd kleine Chinesen paarweise nach Kundschaft Ausschau. Ein Lufthansa-Kiosk war aber nicht in Sicht. Mein Herz sorgte brav dafür, dass mein Blutdruck nicht unter Nasenniveau sank. Okay, für solche Situationen braucht man ein bisschen Adrenalin. Vielleicht nicht gleich eine ganze Tasse voll, aber besser zu viel als zu wenig. Wo mag der Infopoint sein? Fragen, ich muss jemanden fragen. Schon mein Blick reichte hin, um eine Sicherheitszone zwischen meiner Barbarensprache und dem süßlich zarten chinesischen Singsang zu schaffen. Ich mache das lange Suchen kurz. Ich fand nichts. Keine Lufthansa, keinen Menschen, mit dem ich reden konnte, nichts Verwertbares. Meine verzweifelten Fragen, die zuletzt nur noch im Aufzählen von Airlines bestanden, wurden weggelächelt. Lächeln als wirksame Defensivwaffe. Selbst China Airlines or Air China blieben unverstanden. Oh, deutsche Kehle, was machst du falsch? Noch 20 Stunden bis zum Vortrag. Hoffnung ist wie der Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. Die Rettung schien nah. An der Wand klebte eine kleine Karte. Oh, administrative Barmherzigkeit. Auf der Karte waren alle Chiffren der wichtigsten Fluggesellschaften mit Ortsskizze versammelt. Shishe, großer Shubokang. Shubokang ist der reisende Mönch, Held aus der Reise nach Westen. Das ist ein klassischer chinesischer Roman aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Shishe, großer Shubokang. Nun rannte ich diese verdammte Halle schon zum 4. Mal auf und ab. Jeweils ein halber Kilometer Marmor, polierter Marmor, spiegelglatt polierter Marmor. Ich kam mir vor wie ein kofferrollender Eisschnellläufer auf China-Tour. Nie wieder Ledersohlen. Die Airlines waren einfach nicht zu finden. Ein verzweifelter Blick zum Flughafenhimmel erleuchtete mich. Hoch oben, über dem Gewimmel der hastenden Menschen, schwebte ein winziges, verheißungsvoll winkendes Schild. Lufthansa. Irgendwie kam ich auf die Balustrade. Natürlich war ich auf der falschen Seite der Halle und es schien keinen Weg hinüber zu geben. Lufthansa winkte. Zurück zum Boden, den fußballplatzgroßen Grund überqueren, in einen startenden Lift springen, in den ersten Stock schweben, war Werk eines Augenblicks. Jetzt stand ich vor dem winzigen Büro. Mein zerknautschtes Ticket aus der Jackentasche ziehend, trat ich triumphierend ein. Hier wird mir geholfen. Noch 19 Stunden bis zum Vortrag. Anfangen ist leicht. Beharren ist Kunst. Hello, is anyone here? Keine Antwort. Irgendwo im Raum kramte etwas. Zu sehen war nichts. Plötzlich wuchs sie hinter dem Counter hervor. Ein Mondgesicht mit superbreitem Lächeln schwebte direkt hinter dem Tresen. Vom Rest des Mädchens war nichts zu sehen. Gerettet schoss es mir durch den Kopf. Einige Verhandlungsmomente und etliche englisch-chinesische Missinterpretationen später erfuhr ich Schreckliches. Bei weniger als 2 Stunden Umsteigezeit gibt es keine Unterstützung.
10 Minuten fehlten. Meine Birne schwoll an, mein Herz pumpte Gallonen. Die Kleine schwenkte nun völlig zu Chinesisch um und zeigte auf einen Punkt irgendwo vor dem Büro. Sie nickte, lächelte freundlich und öffnete die Tür, machte Zeichen, dass wir zusammen irgendwo hingehen müssten, um ein Problem zu lösen. Erleichtert trat ich durch den Ausgang, sah mich um, wohin wir wohl gehen wollten. Da schlug hinter mir die Tür zu und rasend schnell donnerten Jalousien herunter. Reingelegt, einfach reingelegt. Während ich noch überlegte, ob ich die Scheibe einschlagen, alle Chinesen in einen Tripod werfen oder mich von der Brüstung stürzen sollte, schwebte ein eleganter Herr durch die benachbarte Tür des Air France Büros. Ich betrat das Büro. Bonjour! Mühsam pulte ich meine Französischkenntnisse heraus und wurde sofort erlöst. May I help you? Dank über Dank, eine Französin, die von selbst Englisch spricht, unglaublich, und ein neues Wunder hier im Land der Mitte. Xiang Xiang sei Dank. Xiang Xiang ist der steinerne Affe aus der Geschichte nach Westen. Xiang Xiang sei Dank. Wir parlierten Erfolgreiches. Es gäbe heute nur noch einen Flug nach Guilin. In about 90 minutes from now. Nein, morgen ginge der erste Flug erst nach 10 Uhr. Aber ich müsste leider ein neues Ticket kaufen. Hurry up! 50 Minuten bis Boarding. Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg bleibt immer derselbe. Ich raste zum Lift, rutschte durch die Riesenhalle voll hinderlichen Lebens, umkurvte Karawanenladungen von Gütern, wuselnden Menschen, klapprigen Rollstühlen und riesigen Basketballern. Schließlich donnerte ich gegen den Counter von Air China. Auf den Lippen meiner Angestellten nahm ein Lächeln Anlauf. Ich stoppte es, keine Zeit. Ich warf mein Ticket und mein Problem in ihre weißen Arme und dann prüfte sie die Unterlagen. Noch 17 Stunden bis zum Vortrag. Sie sah auf die große Uhr in der Wartehalle, murmelte sowas wie »Uing«, »Yes, yes, Guilin, today, please, urgent«, wiederholte ich mehrere Male. Sie schüttelte den Kopf. »Oh nein, nicht zu spät für diesen Flug«, sie sprach mit einer Kollegin. Mitleidige Blicke für mich und meine traurige Gestalt. Sie diskutierten, zeigten dahin und dorthin, zur Uhr, auf mich und wieder auf die Uhr, dann gingen sie einfach weg. 30 Minuten bis Boarding. Ruhig, immerhin haben sie mein Ticket behalten. Der Sekundenzeiger raste bergab und hastete schon wieder bergauf. Ein Schmetterling berührte meine Schulter. Ich fuhr herum und da stand eine ältere Dame in dunklem Kostüm und sagte, »Folgen Sie mir bitte, wir haben einen Flug für Sie.« Wir gingen zu einem der kleinen starren Kästen unten in der Halle. Heftige Verhandlungen folgten. Fragende Blicke zu mir, zur kleinen Dame, zur Hallenuhr. Heftiges Kopfschütteln des Verkäuferpaars. Mein Mut versickerte zwischen den Marmorplatten. Ich starrte in die Unendlichkeit. 15 Minuten bis Boarding. Jemand zupfte mich am Ärmel. »Hallo, Sir, Sie können fliegen. Ihr Ticket wird umgebucht. Ausnahmsweise.« Die Welt der chinesischen Wunder ließ mich wieder ihr Potenzial ahnen. Ich sah davon ab, die Gute zu küssen und den beiden starren Kastenbewohnern zärtlich über die stacheligen Köpfe zu streicheln, denn wir machten uns im Schweinsgalopp auf den Weg zum Check-in. Mein Ticket in erfahrene Hände legend, verließ mich die kleine Dame. Vielleicht war es ja Zhao Wujing in Person. Zhao Wujing ist der Wasser- und Halbdämon, der Reiser in den Westen. Sie warf noch schnell eine flüchtige Handbewegung in Richtung Gates und verschwand im ewigen Fluss der Reisenden. Ja, ja, China. 10 Minuten bis Boarding. Auf meinen Gleitschuhen schlitterte ich zur Sicherheitsschleuse. Menschenmengen vor dem Eingang. Viel zu viele Leute für die wenigen Minuten bis zum Abflug. »Sorry, I'm late«, stammelnd, schob ich mich an ihnen vorbei, bis ich nur noch ein Drittel der Schlange vor mir hatte. Da entdeckte ich die nächste Katastrophe. Ein großer, mächtiger Kontrolleur tat, was sein Titel sagte. Er kontrollierte. Jedoch wollte er nicht die Boardingcard oder womöglich den Reisepass, nein. Er verlangte einen kleinen, weißen Zettel, stempelte ihn und gab ihn zurück. Über seinem Kopf hing ein Schild.
Airport Tax. Verdammt, ich hab die Steuer nicht bezahlt. 0 Minuten bis Boarding. Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen. Fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben. Servus, Gülin, das war's dann wohl, seufzte ich und gab einfach auf. Los, rennet sie, ich halte ihren Platz frei, klang es in schönstem Schweizerdeutsch. Wenn sie sich beeilen, können sie es noch schaffen. Da hinten ist der DAX-Verkauf, es kostet 10 Yuan. Ich drehte mich um. Ein völlig zugewachsenes Gesicht mit blitzenden Augen sah mich ermunternd an. Ich raste los. Meine Füße rutschten nach hinten wie falsch gewachste Ski auf ausgefahrener Loipe. Meine lange schwarze Jacke umflatterte mich wie Weiland Dracula auf der Jagd und so schoss ich auf den Tax-Counter zu. Massen schreiender Chinesen belagerten die Verkaufsstelle. Versprengte Ausländer ragten aus der Masse heraus wie Pfosten aus dem Hafenwasser eines norddeutschen Fischerhafens bei Springflut. Und genau da musste ich durch. -5 Minuten bis Boarding. Die sicherste Tür ist die, die man offen lassen kann. Im Rausch der Verzweiflung, weder Schmerz noch Wunden achtend, stürzte ich mich auf die Feinde vor mir. Jeder der Gegner hatte ein paar Yuan in der Hand, um sich den Schatz des Ortes zu sichern. Die Eintrittskarte nach Hause, zu Mutter, Frau und Kindern oder auf die nächste Riesenbaustelle. Die Frau mit den kältesten Augen und dem gemeinsten Lächeln Chinas hielt ihn in vielfacher Kopie in den knurrigen Händen. Mit einem gemurmelten Fluch und dem geringschätzigsten Lächeln händigte sie die Quittung aus. Ich hatte keine chinesische Knete dabei und war kein wirklicher Berserker, fühlte mich aber inzwischen wie eine Mischung aus Rambo und Karate Kid. Mit starken Armbewegungen pflügte ich mich zur Taxhüterin durch. Sprache war nicht, die chinesische Sphinx starrte mit unbeweglichen Gesichtszügen in mein schwitzendes Gesicht. Das Schicksal tickte, meine Zeit lief ab und das Schlimmste drohte. -10 Minuten bis Boarding. Ich hob flehend die Hände. Sie entdeckte den 10-Dollar-Schein der Linken und schon schrie sie den vorderen Mann zu, gefälligst zu verschwinden und die Langnase durchzulassen. Zumindest interpretierte ich ihr Geschrei so und schon stand ich am Counter, entriss ihr den weißen Schein und sie grapschte nach den 10 Bucks und dann schlitterte ich in circa 11 Sekunden der Kollateralschäden nicht achtend zurück in Richtung Tax Control. Die Schweiz winkte und hielt die Lücke direkt vor sich offen. Ich hätte ihn ja geküsst, aber der Kontrollhühne schnappte sich meinen Zettel, knallte seinen Stempel drauf und schob mich weiter. Er brüllte etwas zu seinen Brüdern von der Personenkontrolle. Sie schreckten auf, nahmen mich in Empfang, sahen mir einen Augenblick ins geweitete Auge und schubsten mich durch die Kontrolle. Samt Aktentasche, Mantel und halbem Herzinfarkt. Auf zu geht 47. -13 Minuten bis Boarding. Ein gutes Pferd springt knapp. Gate 1, 3, 5, Dracula flog an den Gates vorbei. -23 Minuten bis Boarding. 44, 45, 46, 47, endlich. Niemand da. Die Bordkarte zeigte Gate 47. Nichts stand auf der Anzeigetafel. Im Gate nebenan war Boarding nach Shenzhen. Nein, nach Guilin Gate Jianghengjie. Keine Ahnung, was die Dame sagte. Sie schrieb es mir auf. 32, es war jetzt Gate 32, warum auch immer. Ich düste zurück, hechelnd wie ein Hund auf der Rennbahn. -25 Minuten bis Boarding. Zu spät. Wieder zu spät. Trotzdem weiter, ich hatte den Schweizer im Ohr. Du schaffst es. Da hinten ist Gate 32. Völlig entspannt saßen dort etliche Leute und schwatzten. Auf dem Hinweisschild stand irgendwas Chinesisches. Dann tauschte es mit lateinischer Schrift. Guilin. Ich war da und der Flug verspätet. Noch 16 Stunden bis zum Vortrag. Es gibt 2 Arten guter Menschen, die Toten und die Ungeborenen. Neben mir saß die Schwindsucht persönlich.
Die Menge Viren und Bazillen, die er aushustete oder sich in seinen Ärmel schmierte, reichte aus, um Europa auszurotten. In der Maschine war es eiskalt und ich wäre vielleicht einfach gestorben, wenn nicht der Vortrag gewesen wäre. Beim Aussteigen traf ich Bekannte, drei Russen aus Moskau. Sie wollten zur gleichen Veranstaltung wie ich und ich fragte, ob sie mich in ihrem Shuttlebus mitnehmen. Da, tovarisch, na problema. Kannst du aufpassen auf unsere Sachen, die Prostata, du verstehst? Alle drei verschwanden für die nächste Viertelstunde auf der Toilette. Erleichtert ging es zum Gepäckband. Ihr Gepäck kreiste. Meines hatte es nicht geschafft. Das Piktogramm »Koffer verschwunden« war verdächtig groß hier. Ich bat die Russen zu warten. Rimski, Latunski und Lichodejew nickten patriarchisch. Vier Chinesen und ich blickten gespannt auf eine Plastiktafel mit bunten Gepäckstücken. Ein blauer Hartschalenkoffer wie meiner war auch drauf. Freundliches Nicken machte mir Mut. Sie brachten eine große Handtasche, grau und mit vielen Reißverschlüssen, aber nicht im geringsten ein blauer Hartschalenkoffer. Trotzdem lachten alle freundlich und glücklich, mir zu meinem Eigentum verholfen zu haben. Welch hilfloses Gebaren. Nun füllten wir Formulare aus. Schwierig genug, aber es ging vorwärts. Sie konnten sogar lesen, was auf einem Zettel über mein Hotel stand, und malten es ab. Versprachen mir auch irgendwas. Hi! Hi, hi! Hauptsache, ich würde endlich gehen. Man drängte mich hinaus. Es war der letzte Flug für heute. Der Flughafen schloss, also ohne Koffer zu den Russen. Noch 13 Stunden bis zum Vortrag. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, die kleinen Steine wegzutragen. Wo sind die Russen? Sie hatten sich verdrückt. Rimski, Latunski und Lichodejew hatten mich einfach sitzen lassen. Mögen sie Behemoth in die kralligen Hände fallen. Ein Taxi musste her. Der Taxistand war leer und der Flughafen verriegelt. Hinter mir erloschen die Lichter, nur in weiter Ferne funzelte eine Straßenlaterne. Dort waren Menschen. Tatsächlich ein Taxi. Männer saßen darin, tranken grünen Tee und spielten Karten. Ich fragte, ob mich jemand ins Hotel nach Guilin fahren könnte. Die Karten waren wichtiger. Ich wartete also, bis ein gedrahtiges Männchen den Gewinn einsteckte und dabei vor Freude fast seine Kippe Marke Langes Leben verschluckte. Nun sahen sie mich an. Ich wusste genau, was sie dachten. Eine Langnase, spät am Abend, ohne Koffer und mit verzweifeltem Gesichtsausdruck. Nachts vor einem geschlossenen Flughafen, mitten in China, ist eine dicke goldene Gans. Mutig wiederholte ich Guilin Park Hotel. Das Unverständnis schien echt. Niemand verstand, was ich wollte. Nur bei Guilin erschien sowas wie phonetisches Erkennen. Park Hotel machte keinen Eindruck. Ich kramte meinen Zettel raus. Auf diesem war das Hotel abgebildet. Guter Einfall. Sie blickten auf das Blatt, schnatterten drauf los und grinsten schwarzzähnig. Ich sollte mich schon mal ins Auto setzen. Gezeigt, gesetzt, alle gingen weg. Noch 11 Stunden bis zum Vortrag. Eine alte Frau, die Osteoporose zwang ihr Gesicht auf Krückstockhöhe, schlurfte zum Auto. Unwillkürlich dachte ich an ein deutsches Märchen. Leeren Mundes grinste sie mich an, kletterte mühsam herein, quälte sich hinter das Steuer und den Schlüssel ins Zündschloss und raste los. Beim Schwatzen schleuderte sie ihre Zigarette von einem Mundwinkel in den anderen. Diesmal war es Marke Hongdao, das heißt rote Bohnen und ist ein Synonym für ein verliebtes Pärchen. Sie sprach davon, dass ihr es leid wäre, nachts ohne Führerschein für ihren nichtsnutzigen, zockenden Sohn immer diese scheiß Touristen fahren zu müssen. So klang es jedenfalls. Die Rechnung war für chinesische Verhältnisse gewaltig. Noch 9 Stunden bis zum Vortrag. Natürlich ist mein Zimmer weg, zu spät, sorry, fully booked.
Es ziemt sich nicht für einen Europäer, in der Öffentlichkeit zu weinen. Also setzte ich mich in die Hotellobby, bestellte einen doppelten Gin mit viel Tonic und verfluchte die Welt. Ein Floh auf der Schlafmatte ist schlimmer als ein Löwe in der Wüste. 2 GNTs später kam jemand von der Tagungsleitung mit 2 Mädels im Arm ins Hotel zurück. Er erkannte in mir den eingeschlafenen Eröffnungsredner vom nächsten Morgen. Die Mädels sollten mich ein wenig wärmen, während er mir ein Zimmer besorgen würde. Für beides hatte ich nur ein müdes Lächeln. Er besorgte mir immerhin ein Bett. Schon wieder ein Wunder. Noch 7 Stunden bis zum Vortrag. Eine halbe Stunde später lag ich, ohne Schlafanzug, unter einer dünnen Decke in einem kalten Bett. Meine Nase lief, meine Kehle brannte, aber ich schlief erschöpft ein. Bis sich sämtliche Hunde Guilins, wahrscheinlich unter der Leitung des Schweinemenschen Yu Guiweng aus der Reise nach Westen, vor meinem Zimmerfenster versammelten und sich darüber austauschten, wie leicht es sei, eine Langnase vom Schlafen abzuhalten. Noch 5 Stunden bis zum Vortrag. Ich hockte mich auf das winzige Sofa, zog mir TV-CNN International rein, bis ich unter der fadenscheinigen Decke einschlief. Noch 2 Stunden bis zum Vortrag. Der Wecker stieß mich in die Welt zurück. Das bisschen Leben, das Dusche und Frühstück mir brachten, war nicht der Rede wert. Noch 1 Stunde bis zum Vortrag. Die Angst stand mir bis zum Hals. 9 Uhr. Jetzt. Der Saal war voll, vielleicht 2000 Zuhörer. Der richtige Rahmen für einen bahnbrechenden Vortrag, der falsche für meine Verfassung. Der Chairman unterstrich die Bedeutung des Kongresses und begrüßte den Minister. Der Generalsekretär der WHO würdigte meine Person, dankte für mein Kommen, und übergab mir das Wort. Mühsam erhob ich mich, räusperte meine brennende Kehle, wankte in zerknitterten Klamotten mit ungeputzten Schuhen und Zähnen, fransigen Haaren und unrasiert auf die Bühne. Ich starrte mit übermüdeten Augen in die erwartungsvollen Gesichter. Viel zu leise krächzte ich ins Mikrofon. Sehr geehrte Exzellenz, verehrter Generalsekretär, Mr. Chairman, sehr geehrtes Publikum. Und jetzt sollte sowas folgen wie: Ich freue mich, Ihnen heute meine Erkenntnisse darlegen zu dürfen, die... Aber es kam anders, denn mir fiel die Nacht mit TV-CNN ein. Ich richtete mich auf, schüttelte die Erschöpfung und das erlittene Ungemach ab, lächelte in die wartende Menge, nahm das Mikro in die Hand und schmetterte: Ich freue mich, dem chinesischen Volk gratulieren zu können, dass heute Nacht sein erster Taikonaut nach 23 Stunden im All gesund gelandet ist. Willkommen, China, im Zeitalter der Raumfahrt. Jubelnder Applaus, Menschenmassen, Minister, Bodyguards, Würdenträger und Wissenschaftler stürmten die Bühne. Sie herzten und küssten mich ohne Rücksicht auf Verluste. Ich erhielt so viele Einladungen, dass ich in China bis an mein Lebensende eingelegte Hühnerfüße, die 8 Schätze und Glück für die ganze Familie essen könnte. Etliche Einladungen habe ich inzwischen angenommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wozu manchmal eine mit Hundegebell durchwachte Nacht und CNN gut sein kann. Danke, Schweinemensch Su Wunyeng. Es dauerte lange, bis ich meinen Vortrag halten konnte, der schließlich mit großem Applaus endete. Über Vergangenes mach dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Mein Koffer kam nach einigen Tagen. Die Russen wollten Geld von der WHO. Pustekuchen. Nach dem Kongress trat ich meine Reise nach Westen an. Ich bekam die Professur, später auch eine Gastprofessur in Beijing und bin seitdem oft in China gewesen, Prä- und Post-Olympionär. Aber Letzteres kann jeder.
Wenn das, was du sagen möchtest, nicht schöner ist als die Stille, dann schweige.